Der Titel klingt sehr reißerisch, hat aber den Grund, dass wir festgestellt haben, dass der Kugis-Prozess eine gute Eigenschaft hat. Er speichert nämlich sehr viele Sachen zwischen, die wir später brauchen. So. Jetzt erzähle ich erstmal ein bisschen über den Hintergrund unserer Firma. Das ist wichtig, um zu verstehen, warum wir dieses spezielle Problem haben, warum wir diese spezielle Lösung brauchten. Wir sind eine Firma, die für ungefähr 30 verschiedene Kunden Karten anbietet. Die Karten sind wichtig für Bauplanungen, für Marketing-Evaluationen und ähnliches. Das geht primär um Breitband fürs platte Land. Also da, wo eigentlich keine 50 Mbit-Verbindungen sind, wo die meisten Leute mit ein oder zwei Mbit-Verbindungen surfen und so langsam angeschlossen werden wollen. Es geht auch um den Breitbandausbau und so weiter, ähnliche Stichworte. Da geht diese Firma in Kooperation mit großen Firmen, die dann den Hardware-Ausbau machen, gehen wir rein und machen eine Planung für die Bagger, die dann entsprechend anrollen müssen. Der Vorteil unserer Kartensysteme, nebenbei gesagt, ist halt, dass es schneller und einfacher ist und sichtbarer für die Auftraggeber. Also die kriegen dann nicht ein Kilo Papier geliefert, sondern sie bekommen Karten, wo sie interaktiv sich die ganzen Sachen anschauen können. Ein großer Vorteil für das ganze Verständnis, was der Auftraggeber nachher von seinem Produkt erhält. Das geht jetzt also um die Karten, die wir darstellen müssen. Wir müssen 30 Karten gleichzeitig darstellen können. Nebenbei gesagt, ein Kugis-Prozess hat ungefähr einen Speicherbedarf von einem halben Gigabyte. Pi mal Daumen. Da kann man jetzt vielleicht noch ein bisschen was von Shared RAM abziehen. Aber wenn man so 30 Prozesse startet, dann ist man ganz schnell bei entsprechenden Gigabytes im RAM-Bedarf. Das Zweite ist, was wir festgestellt haben, jeder Kugis-Prozess braucht eine bestimmte Setup-Zeit. Diese Setup-Zeit stört uns. Wir haben also ich zeige das gleich nochmal im Bild. Wir haben also ein Standard-Setup, ein Apache, an dem hängen dann, jetzt mache ich das mal kurz vorwärts. Nein, das war ein Apache, an dem hängen dann mehrere Kugis-Prozesse. Die Kugis-Prozesse werden gespawnt als FCGI. FCGI, das ist ein uraltes Protokoll von 92, 91, für dynamische Webseiten. Das wurde dankenswerterweise in QGIS auch mit eingebaut, damit man relativ einfach so einen QGIS-Webserver, einen QGIS-Map-Server an den Webserver drankriegen kann. So. Ein Stück zurück. Wir haben also festgestellt bei unseren ganzen Setups, dass bei unseren ganzen Versuchen, dass dieses Setup tierische Probleme macht. Wir haben erstens die lange Initialisierungszeit. Wir haben die Timeouts in den Webclients. Also wenn dann ein Webclient darauf zugreift, wird nach 30 Sekunden abgebrochen. Das sieht dann halt entsprechend so aus. Und wenn ich jetzt nochmal kurz zurückgehe, wir haben auch das Problem, dass dieser Apache-Server für jeden Klick potenziell ein neues Programm erzeugt. Dieses Programm muss aber erstmal mehrere Sekunden lang initialisiert werden, bevor es Daten zurückliefert. Und wir hatten das schon in dem letzten Punkt nochmal hervorgehoben. Wir hatten das tatsächlich, dass uns einmal ein Server zusammengebrochen ist aufgrund der Lastanfrage und auch nur, weil geschätzte 10 Kunden drauf zugegriffen haben. 10 Kunden ist ja nicht wirklich viel. So.
Aber dann einen Webserver zusammenbrechen lassen, der mehrere Gigabyte und mehrere Prozessoren hat, fand ich dann etwas heftig. Das heißt, wir müssen an diesem Setup was ändern. Das geht nicht anders. Wir können nicht einfach beliebig die Hardware nach oben skalieren. So, über den Timeout geht das jetzt an das eigentliche Problem. In der Analyse haben wir dann halt festgestellt, dass dieser Apache keine Ahnung hat, wie die Prozesse unter ihm aussehen. Es ist einfach ein Programm, es wird gestartet und es soll nach einiger Zeit Daten zurückliefern. Das war ganz gut für den Setup von 1992. Das ist in diesem speziellen Fall eigentlich nicht haltbar. Wegen der Initialisierungszeit und anderen Geschichten. Hier nochmal im letzten Punkt ganz deutlich gemacht. Wenn wir also einfach nur sagen, wir haben zwei Leute, die gleichzeitig auf die Karte zugreifen. Und wir nehmen, ich gehe mal einen kurzen Schritt weiter, das Bild hier und haben drei Prozesse. Im Endeffekt ist es egal, wie viele Prozesse wir haben. Diese zwei Leute haben eine 50-prozentige Chance, einen initialisierten zu bekommen. Das heißt, sie haben aber auch eine 50-prozentige Chance, einen nicht initialisierten zu bekommen und wiederum lange warten zu müssen. Und diese lange Wartenzeiten führen dann auch wiederum zu diesen Session-Abbrüchen. Oder dass die Kunden hektisches Klicken anfangen und dann noch mehr Prozesse spawnen in dem Webserver. Jetzt ein paar Zahlen, die ich nochmal zusammengesammelt hatte aus unseren Logdateien. Wenn wir diese 50%-Analyse einfach mal mitnehmen, wir haben dann, wenn der Kunde auf einen schon vorgeprägten Prozess zugreift, einen Zugriff in 5 Millisekunden bis 40 Sekunden. Also 40 Sekunden war jetzt der absolute Worst Case, den wir hatten. Das war auch eine sehr komplexe Analyse, vermute ich jetzt, mit allen Datenlayern einmal angeschaltet. Die Zugriffszeiten im Schlechtfall, da müssen wir drauf addieren, dass wir eine Initialisierung von mindestens 7 Sekunden schon mal haben. Zumindest bei dem, was ich aus unseren Logfiles von unserem Server rausgezogen hatte. Plus die Rendering-Aufgaben. Sodass wir dann auf 7,5 bis ungefähr 200 Sekunden kommen. Und nach 30 Sekunden sagt der Webbrowser schon, nein, sorry, ich stelle das nicht mehr dar. Funktioniert nicht. Jetzt kommt der interessante Teil. Wie lösen wir das Ganze eigentlich, das Problem? Also wir haben natürlich diese Initialisierungsphase von den Zugriffszeiten im Schlechtfall. Wieder eins weiter. Und das ziehen wir vor. Das heißt, wir besuchen den QGIS-Server-Prozess schon einmal und sagen ihm, hallo, hier ist ein Zugriff, obwohl da keiner ist. Und er fängt schon mal an zu rendern, spuckt eine Aufgabe aus, die wir dann wegwerfen, aber dann ist dieser QGIS-Prozess schon vorgecached. Das heißt, er hat die ganz wichtigen Daten schon mal drin. Dann kommen wir zum zweiten Problem. Jetzt muss natürlich jeder Kunde, der genau diese Karte haben möchte, auch genau auf diesen QGIS-Prozess zugreifen. Dazu haben wir dann ein Scheduling implementiert. Also der letzte Punkt. Wir machen die Zuweisung nur für eine bestimmte Gruppe von Prozessen, die genau auf diese eine Karte gebracht wurden. Das sieht architektonisch dann so aus. Wir haben uns entschieden, dass wir ein separates Modul machen. Das ist also kein Apache-Modul, sondern es ist wiederum ein FCGI-Prozess. Das heißt, wenn wir ein Apache oder LightTTP oder irgendwas nehmen, NGIX, die sehen nur einen Fast-CGI-Prozess und starten den. Fertig. Beziehungsweise was wir eigentlich noch lieber machen, ist, den separat zu starten und FastCGI als Netzwerkprotokoll auszunutzen. FastCGI ist das ziemlich egal. Das kann als Socket für Unix-Sockets benutzt werden oder als Netzwerksocket. Den Apache war es nicht ganz egal. Wir haben dann oben im Apache ein anderes Modul nehmen müssen. Das gibt es allerdings jetzt auch schon im Release und in der Datenbank von Apache wird also weiterhin gepflegt und entwickelt, sodass das nicht über die Zeit degeneriert. Das ist ja auch wichtig. Und das ist halt der Mod Proxy FCGI, nicht der Mod FCGI.
Und dann sehen wir weiter unten die drei Kugelskarten, so wie vorher. Aber jetzt haben wir wirklich Kugelskarte A, kriegt nur Zugriffe für Karte A. Und arbeitet dementsprechend immer wieder aus dem Cache heraus. Die ganze Zeit. Wie sieht das ungefähr eingebaut in unsere Serverlandschaft aus? Das ist dann so dieser rechteckige Kasten. Ist erstmal das Programm, das Scheduler-Programm selber, was dann aus dem Internet eine Fast-CGI-Anfrage bekommt, dann auswählt, welcher Prozess dafür zuständig ist, ein Worker-Thread dafür startet und der bedient dann tatsächlich, also der nimmt dann die echte Anfrage entgegen und füttert sie dann dieser Karteninstanz Karte B. Zusätzlich haben wir noch eine Datenbank dahinter, die sich darum kümmert, wie sind die Prozesse, die Prozessdaten, ist da einer weggestürzt, antwortet er noch, lebt er vielleicht, wie lange hat er gebraucht, gibt es sonstige Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Das Ganze jetzt mal als Computer eingebaut in eine heterogene Landschaft, heißt das, wir haben einen Zugriff aus dem Internet über das HTTP-Protokoll, so wie wir das alle kennen. Der Apache und Webserver mit seinem Mod-Proxy wandelt das um in ein Fast-CGI und gibt dem Application-Server dann die ganze Geschichte zu füttern. Der wiederum auf unsere QGIS-Datenbank dann zugreift, also die Geo-Datenbank, wo dann die ganzen OSN-Daten und sonstiges Zeug einfach drin liegen, damit der QGIS das rendern kann. Wir haben also eine Verbesserung der ganzen Geschichte, indem wir die Sachen einmal vorgezogen haben und können Kartendaten sehr, sehr, sehr fix ausliefern. Also wenn wir sehr simple Kartendaten nehmen, dann landen wir im zweistelligen Millisekundenbereich. Manchmal dreistellig. Unterer dreistelliger Bereich. Wir haben die Verbindungsabbrüche von ständig auf extrem selten zurückgefahren. Es gibt sie immer noch. Wir haben da immer noch keine perfekte Lösung. Warum das ist, kann ich auch noch erzählen. Aber wir haben sie so weit minimiert, dass wir jetzt endlich damit arbeiten können und unsere Kunden nicht ständig anrufen, was denn wieder mit dem Server los ist. So, jetzt würde ich gerne das Experiment wagen und Ihnen allen das mal in Aktion zeigen. Einmal lokal auf dem Computer und später auf unseren Servern, damit man mal sieht, wie das aussieht in Action. So. Dazu muss ich das Setup einmal ändern. Fop. Schon habe ich ein leichtes Problem, da ich nicht mehr den gesamten Bildschirm sehe. Gibt es vielleicht noch eine bessere Auflösung? Ja, sehr schön. Super. So, zum einen habe ich hier einen sehr rudimentären Zugriff, der auf den Apache zugreift, der dann den Fast-CGI-Zugriff dann wieder weiterreicht. Das Ganze läuft jetzt erstmal über Localhost. Das habe ich jetzt soweit vorbereitet. Normalerweise schreibt er die ganzen Nachrichten ins Logfile. In der Konfiguration habe ich jetzt angegeben, dass die Nachrichten nicht im Log gespeichert werden. Dann muss er sie automatisch schon auf den aufs Terminal schreiben. Der ist jetzt am Arbeiten. Wie man hier sieht, ist die Prozessorauslastung hübsch gewachsen. Er rödelt und rödelt und rödelt. Das dauert jetzt einige Minuten, bis die ganze Sache fertig ist, einige Sekunden. In der Zwischenzeit kann ich mal den zweiten Teil anstarten. Der braucht nämlich auch. Hier habe ich ein Login auf unserem internen Server, bei dem wir das auch benutzen. Den werde ich jetzt einfach neu starten. Fop. Hier sieht man schon die ganzen Nachrichten durchlaufen.
und die ganze Menge an Prozessen, die er auf einmal spawnen muss. Wie gesagt, haben wir ca. 30 Kunden. Und so nach und nach frühstückt er das auf dem Server jetzt ab. Währenddessen ist hier lokal auf unserem Computer der Prozess fertig geworden. Der hat jetzt 3-mal QGIS gestartet, parallel nebeneinander, 3-mal für ein Projekt. Was wir jetzt mit einer Anfrage wir aufschlagen. Und schon ist die Anfrage fertig, 12 Millisekunden. Das heißt, wir haben vorher diese ganze Setup-Zeit von 40 Sekunden auf 12 Millisekunden einmal runtergebrochen. Das können wir natürlich noch mehrfach machen. Die Antwort ist ungefähr dieselbe. Spannend wird die Geschichte natürlich, das jetzt zu zeigen, dass wir auch, wenn er dann mal fertig geworden ist, nee, der lädt noch. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Dass wir jetzt natürlich in diesen ganzen, Projekten hier, dann auch genau den einen auswählen, den wir jetzt gerne hätten. Und zwar ist das der für SO. Der hat jetzt 12 Sekunden gebraucht zum Starten. Währenddessen starten die anderen einfach weiter. Und ich kann schon mal den ersten Zugriff wagen. Hier habe ich ein Login aus unserer internen Seite. Die benutzen wir nur innerhalb der Firma. Ähnliche Sachen gibt es auch extern. Das ist dann ein Kunde. Und hier wären dann die Log-Nachrichten, die gleich durchlaufen. Die Karte lädt und hier sieht man schon, in dieser Ecke kommen dann die ganzen Anfragen. Die Hintergrundkarte ist nicht von uns, die ist von einem Kartendienst. Aber die blauen Linien im Vordergrund, das sind die interessanten Werte, die innerhalb von kurzer Zeit ausgeliefert wurden. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, wo er ist. Diese ganzen QGIS-Prozesse aussteuern. Wir können das noch mal ein bisschen exakter machen. Das sind 68 Prozesse, die wir gerade haben auf einem Server. Und sie antworten in, wie gesagt, zwischen 5 Millisekunden und 40 Sekunden im allerschlechtesten Fall. Also man kann diesen allerschlechtesten Fall natürlich provozieren, indem wir sagen, wir machen jetzt alle Layer an. Dann hat die Kiste auch richtig zu tun, aber sie schafft es immer noch. Eine Sekunde. Diese ganze Idee liegt natürlich an den Fähigkeiten von QGIS. Das heißt, die QGIS-Programmierer haben es sehr gut hingekriegt, die Daten zu speichern, die wir brauchen für eine schnelle Auslieferung. Das heißt, mein Programm fußt natürlich, dieser Faktor 100 fußt natürlich darauf, dass der QGIS-Prozess sehr gut arbeiten kann. Hätten wir das nicht, könnte ich das auch nicht besonders beschleunigen. Was wir beim QGIS-Prozess noch verbessern könnten, es gab mal eine Anfrage, aber es ist tatsächlich noch keiner dazu gekommen, weil das Problem auch noch nicht so dringend ist. Hier überall, wo ein Häkchen ist, liegt ein Layer. Man kann natürlich versuchen, den QGIS-Prozess zu parallelisieren. Man kann dann sagen, dieser QGIS-Prozess rechnet nicht auf einer CPU, sondern auf 16 gleichzeitig und sammelt alle Layer von den 16 CPUs dann nacheinander wieder ein. Da könnte man auf relativ einfache Art und Weise mit mehr Hardware, und Server-Hardware ist jetzt eigentlich auch mit vielen Prozessoren gesegnet, könnte man dann die ganzen Sachen dann nochmal Faktor X beschleunigen. Ungefähr die Hälfte der Prozessorzahl. Aber wir haben uns mit dem Setup noch nicht beschäftigt, weil wir dafür dann wiederum sehr tief in die QGIS-Programmierung reingehen müssen und das habe ich mich nicht getraut. Ich bin jetzt erstmal bei dem Scheduler geblieben, der ein sehr spezielles Problem entschärft hat, noch nicht ganz beseitigt hat, aber für unser Setup schon sehr viel gebracht hat. Wofür ist das Ding jetzt gut? Das ist natürlich nur gut, wenn man ganz viele Karten hat. Also wer zwei oder eine Karte hat, da bringt das Ding gar nichts.
Da kann man nicht unbedingt erwarten, dass es jetzt den Faktor 100 serviert, weil diese eine Karte wird sowieso immer angesprungen. Da wird keine zweite Karte wieder initialisiert und ausgewählt. Dann ist das egal. Bei zwei Karten kann man mal drüber nachdenken. Bei 4, 5 sollte man da schon mal ernsthaft drüber nachdenken, ob man nicht einen Scheduler dazwischen schaltet, der dann die Auslieferung übernimmt. Wir sind jetzt seit einem Monat in einem in einer Phase, wo wir dann sagen können, das ist soweit stabil, er stürzt nicht mehr weg, er ist in mehreren Instanzen geprüft und getestet worden, laufzeitstabil. Wir haben ihn auch als Open Source jetzt freigegeben, liegt auf GitHub unter dem Stichwort Q-Scheduler. Kann jeder runterladen und kann natürlich auch jeder mal ausprobieren, ob das nicht für andere Sachen auch gut ist oder Verbesserungen, Anregungen, Bugs, Bug-Reports schreiben. Das wäre jetzt mein Beitrag gewesen. Danke. Gibt es Fragen? Ja. Rendering-Prozess von Google ist ja extrem langsam. Das Problem hatten wir früher vor ein paar Jahren auch mit Map-Server, wenn wir halt extrem große Vektordatenmengen live rendern wollen. Und wir haben einfach eine Generalisierung gemacht. Die Postgres-Datenbank im Hintergrund, die waren problemlos, die Linienzüge generalisieren, auf Flächen generalisieren. Und dann werden die halt in verschiedenen Generalisierungsstufen vorgehalten. Und in dem Maßstab muss ich halt nur die einfachste Stufe darstellen. Das verringert den Rendering-Prozess oder hat den Kursverlauf auf eine halbe Sekunde. Selbst bei Übersichtskraft, die ganz Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden und so weiter. Dauert aber noch eine halbe Sekunde. Da brauche ich gar nicht mehr rumzuflicken mit dem Fass-CGI. Gut, also ich wiederhole noch die Frage für die Videoaufzeichnung. Also auch nur den ersten Teil. Die Frage war, wurde in Betracht gezogen, zu generalisieren, anstatt diesen Scheduler zu schreiben? Nein, wurde noch nicht in Betracht gezogen. Also das ist die ganz kurze Antwort. Die lange Antwort heißt, wir haben das noch nicht in Betracht gezogen, weil wir uns damit noch nicht beschäftigt haben. Wir haben das Problem jetzt erstmal auf eine andere Art gelöst. Wir können natürlich beides gleichzeitig machen. Das macht das dann wiederum interessanter. Damit käme ich dann auch diesem Problem der sehr langen Zeiten bei der kompletten Auswahl entgegen. Natürlich, jedes bisschen hilft. Wir werden das wahrscheinlich auch noch mal mit reinnehmen. Unsere Entwicklungsprozesse, wo ich nicht beteiligt bin, also ich bin nicht an den Kartenentwicklungsprozessen beteiligt, sondern an den Systementwicklungsprozessen. Und die Kartenentwicklungsprozesse haben das bislang noch nicht hergegeben, beziehungsweise wir haben das noch nicht in Betracht gezogen und noch nicht eingeflochten. Das ist aber ein sehr interessanter Ansatz, den wir noch mal zur Diskussion reinziehen werden. Ich kann da noch hinzufügen, das, was da lange dauert, ist nicht das Rendern, weil es ist ja auch beim Get Capabilities und was dauert beim Initialisieren, ist da die Extents oder die Ausdehnung der Layers herauszufinden im Hintergrund. Also wenn es viele Layer sind, kann das lange dauern. Also wenn es hunderte Layer sind, dann dauert das natürlich. Ja. Weitere Fragen? Ich würde gerne noch anmerken, kurz vor der nächsten Frage, in Bezug auf die letzte Frage, dass wir QGIS-Dateien mit einer Größe von mehreren Megabyte haben. Textdateien. Also da sind sehr viele Layer drin, die alle einmal durchgepasst werden müssen und durchgerendert werden müssen. Wir haben in diesem Setup zum Beispiel eine Zeit von knappen 90 Sekunden gehabt, bevor der QGIS-Prozess überhaupt erstmal fertig meldet. Das ist schon sehr viel. Ja. Also erstmal vielen Dank. Ich finde das super, dass die Systemtechnik da jetzt auch mal ein Wort hat. Das ist klasse. Und die Frage noch zu dem GitHub-Projekt, ist es auch dokumentiert oder steht der Code nur so mal da? Sollte man die Präsentation vielleicht dazu tun, dass die Leute da noch was mit anfangen können? Also ich kann ja natürlich in Rücksprache einen Link machen. Kann ich nochmal kurz wiederholen? Genau. Die Frage war, ist das auch auf GitHub dokumentiert? Also ich habe mich beim Entwickeln sehr zurückgehalten mit irgendwelchen Schrottkommentaren. Ich habe versucht, ich habe wirklich im Blick gehabt, dass das jetzt in die Öffentlichkeit geht
und ein bisschen ausführlicher dokumentiert auch die Hintergründe von irgendwelchen Entscheidungen. Warum ist das so? Es gibt aber kein Architekturdokument. Die Architektur ist der Source Code. So wie es so ansatzweise, also der Vergleich hinkt ein bisschen, aber so wie das bei großen Projekten auch ist, so wie Kernel-Projekte oder ähnliches, da muss man sich dann reinfrickeln. Man kann aber natürlich ein paar Architekturansätze oder Bilder dazu schreiben zur Dokumentation und mit reinladen. Das sollte durchaus machbar sein. Die Kommentare sind jedenfalls so, dass man nicht nur selbsterklärenden Code hat, sondern auch ein bisschen dazu an Erklärung, warum der so ist und nicht anders. Ja, weitere Fragen? Keine, dann habe ich noch eine Frage. Du hast gesagt, der Prozess braucht sehr viel Speicher. Wie viel? 500 Megabyte? Das erstaunt mich noch. Was sind das für Datenquellen? Diese 500 Megabyte habe ich herausgezogen aus einem QGIS 2.6 oder 2.8 Prozess unter Angabe von TOP. Nein, ich meine, sind das PostGIS-Layers oder sind das WFS-Layers? Was ist da für eine Datenquelle dahinter? Die Datenquelle ist die Datenbank. Also wir haben alle Daten in einer PostGIS-Datenbank gespeichert. Aber wenn der Prozess die Konfigurationsdatei auseinandernimmt, parst und die ganzen Daten aus der Datenbank noch mit einlagert, dann explodiert die Speicheranforderung. Es ist so, dass ich mich jetzt nicht besonders darum gekümmert habe, sehr exakt zu messen. Also mein Tool zur Messung sieht ungefähr so aus. Da gibt es dann natürlich unterschiedliche Angaben. Das hier ist die interessante Angabe. Die habe ich zugrunde gelegt, also die Shared-Daten. Beziehungsweise die Residential-Daten, wo wir dann sagen können, das sind nicht die gesharten Sachen. Alles, was geshared ist, ist natürlich klar, gibt es nur einmal im System. Alles, was nicht geshared ist, ist speziell für diesen Prozess und das macht dann die Speicherexplosion aus. So war die Annahme. Okay, ja, das erstaunt mich, weil PostGIS-Layers in QGIS kann man eigentlich relativ viele reinladen, weil die speichern die Daten nicht zwischen. Die gehen immer auf die Datenbank. Also eigentlich, wir haben bei unseren Setups, es gibt so eine Variable in QGIS Server, Max Cache Layers, und wir haben die immer auf einige tausend gestellt. Also wir haben immer einige tausend, etwa 16 QGIS Server Instanzen am Laufen und machen da die Caches immer voll und haben so einen Cronjob, der jeweils am Morgen, da bevor die Leute dann dort zur Arbeit gehen, macht der Cronjob 16 gleichzeitige Requests und füllt damit die Caches der Instanzen. Das geht eigentlich so ganz gut für uns. Jo. Ja, wir haben, wie Sie sehen, haben wir, wie viel waren das? 70 Prozesse knapp, 68 exakt. Das ist mit einem Setup, kann jetzt nochmal ein paar Daten generieren, von 64G Maschine. Und haben 5, lese ich das richtig? 56 noch frei. Was ein bisschen meine Aussage konterkariert. Andererseits hatten wir aber tatsächlich das Problem, dass uns ein Internetserver mit 16 GB abgestürzt ist, weil ungefähr 20, 30 Prozesse drauf gelaufen sind und versuchten sich zu initialisieren. Also das Problem kommt, wenn sich ein Prozess neu initialisieren muss, dann wird der Server extrem belastet. Und das Problem mussten wir umgehen. Oh, da gibt es noch eine Frage. Ja, Jürgen? Welche Primary Keys haben die Postgres-Tabellen? Also ich wiederhole die Frage. Welche Primary Keys haben die Postgres-Tabellen? Die Frage würde ich am liebsten an unsere Kartenentwicklung weitergeben. Aber auch das Problem haben wir schon in Blick genommen, dass man natürlich sehr viel schnellere Zugriffe durch die Indizes erreichen kann.
die nicht unbedingt auf den Primary Keys, sondern vielleicht auch auf anderen Spalten liegen. Es geht um den Speicher. Das kann sein, ja. Das werde ich nochmal prüfen. Normalerweise haben wir die Primary Keys als Big Integer IDs. Ja. Ja, vielen Dank, Jürgen. Übrigens, Jürgen ist der Entwickler des PostGIS-Treibers in QGIS. Also er kennt sich da wirklich bestens aus.